Wie textsicher bist du denn bei Whitney Houston Songs? Okay, läuft. Uiuiui. Wir sind von Hamburg in den Westen gefahren, ins Ruhrgebiet, in meine alte Heimat. Und zwar düsen wir jetzt nach Düsseldorf, fahren zu Unique und dann probiere ich da ein paar Kleider an, die ich heute Abend in Köln auf der Premiere des Bodyguard Musicals tragen werde. Also eins davon, eventuell, wenn eins passt und schön aussieht. Das müssen Jakob und Emma dann noch mit Daumen hoch und Daumen runter bestimmen, ob es gut aussieht oder nicht. Und ansonsten warten auch noch Backup-Kleider im Hotelzimmer. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich auf eine Veranstaltung gehe und ich habe eine enorme Auswahl an Kleider und ich freue mich wirklich wahnsinnig darauf. Ich möchte echt alle anprobieren. Ich hatte das noch. Wir sind jetzt hier in Düsseldorf am Köhlbogen und das sieht so schön aus, so schön weihnachtlich. Guckt mal. Schön. Wir suchen jetzt den Unique Store. Ich war ja hier schon ewig nicht mehr, deswegen habe ich auch irgendwie so gar keine Ahnung, wo wir hier eigentlich so rumrennen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und so viel Zeit haben wir Emma auch nicht mehr. Schon den Weg. Da Emma und zeigt da den Weg. Ja, Emma sagt da lang. Gefunden. Hier ist der Eingang. In Düsseldorf und haben ein schönes Kleid gefunden. Und wir sind jetzt schon wieder auf der Autobahn in Richtung Köln. Und gerade konnte ich schon den Kölner Dom sehen. Wir fahren jetzt ins Hyatt Hotel. Und da bin ich mal gespannt, was da für ein schönes Zimmer auf uns wartet. Und in einer Dreiviertelstunde, das heißt also jetzt Timing ist alles ein bisschen knapp, kommt auch schon eine junge Dame, die mich schminkt und Red Carpet Ready macht. Das Motto für den Premierenabend heute ist Queen of the Night, also ganz im Sinne von Whitney Houston. Wie soll ich das jetzt umsetzen? Ja, und deswegen muss das halt auch ein richtig schönes, glamouröses und glitzerndes Abendkleid sein. Aber hier musste ich mal lang, als ich zu 1 Live gefahren bin. Hier war mega der Stau. Ja. Da hätte man hier rechts... Ja, genau. Da ist er doch, der Stau. Ja, da ist der Stau, von dem ich gerade sprach. So. Ich muss mir noch irgendwas mit meinen Haaren überlegen. Hab ich eigentlich schon meine schönen Nägel gezeigt? Oh, so ein bisschen so half, du. Maschinen. Los, rein und raus. Oh, wie schön das ist. Oh, Babybett steht schon bereit. Oh, und was für eine Aussicht. Fernseher läuft auch schon. Ja. Fernseher läuft schon. Aber eigentlich ist das doch, guck mal hier. Oh, schön. Schöner Ausblick. Oh, das Bad. Riesengroß. Eine Badewanne und eine Dusche. Und ein Elvis. Oh, das ist aber auch sehr schick. Oh, schön. Ich dachte gerade, es wäre ein Telefon. Aber das ist der Föhn. Hallo? Telefon. Das ist das Telefon. So, Emma, und was macht man im Hotelbett? Springen! Schaut euch mal diese atemberaubenden Kleider von Irene Luft an. Geht los, ich bin geschminkt, ich habe ein wunderschönes Kleid an.
Handalarme sind auch hübsch angezogen. Man sieht euch. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Jetzt laufen wir erstmal über die Brücke. Über die Brücke. Auf die andere Seite. Über sieben Brücken musst du gehen. Falsches Musical. Vielen Dank. Ha, na das ist ja super. Hier hänge ich das ein bisschen fest. Ja. Hier der Sehr schön. Super. Ja, So, den roten Teppich haben wir überlebt. Jakob hatte seine Premiere heute mit mir gemeinsam auf dem roten Teppich und wirkte von unserer Seite her ganz okay. Ich glaube schon. Ganz okay? Ja, doch. Du hast es gerissen. Du hast es rausgerissen. Ich habe es gerettet. Ich habe die Show gerettet. Wir sind also jetzt über den roten Teppich geschwebt und stehen jetzt hier an der Bar und machen ein bisschen Promi-Watching. Mal gucken, wer so da ist, ob man vielleicht jemanden kennt und trinken uns ein Gläschen Sekt und warten auf den Gong, dass es endlich reingeht und wir unsere Plätze einnehmen dürfen und dann geht die Show ja auch schon bald los. Es wird total aufregend. Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch. Stärkung vor der Show. Stärkung. Wo sind wir jetzt? Links oder rechts? Rechts, Reihe 3, 26. Das ist ja quasi direkt hier vorne. An der Bühne. Na, bist du schon aufgeregt? Oh, voll. Voll. Pause, trinken, essen. Oh, jetzt so eine Pommes. Jetzt so eine Pommes. Pommes-Schranke. Es gibt Currywurst. Jetzt so eine Currywurst. Nee, nein. Als gebürtige Bochumerin isst man nur Currywurst von der Dinger aus. Richtig so. Im Bratwursthäuschen. Ja. Super. Wir haben ein bisschen getanzt und jetzt tun uns die Füße weh und jetzt... Mir tun speziell die Füße weh. Dir nicht so ganz. Wir sind jetzt wieder im Auto. Alle Sachen sind hinten eingepackt. Die geliehenen Kleider sind auf dem Weg zurück. Das Kind schläft. Das Kind schläft. Der Hund auch. Die Koffer werden gepackt, weil Jakob und ich, wir fliegen alleine in die Flitterwoche. Und da nehmen wir natürlich auch die Videokamera mit. Das heißt also, ganz, ganz bald zeigen wir euch dann ein paar Impressionen von unseren Flitterwochen. Wir zeigen euch, wie wir schwitzen, während ihr fliegt. Wir fahren, achso, haben wir schon gesagt, wir überhaupt hinfahren? Nee, haben wir gar nicht gesagt. Wir fliegen auf die Malediven für 10 Tage. 10 Tage nur mit zwei beide. Die kleine Emma geht zu den Großeltern. Und wir freuen uns so wahnsinnig auf diesen Urlaub. Entspannung pur. Ja. Genau. Und wir nehmen euch, wie gesagt, mit der Videokamera mit. Und dann zeigen wir euch ein bisschen was, was wir da so erleben. Also dann. Jo. Bis dann.